Hey du, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge Horse Reality. Ja, heute werde ich Starshine verlosen, den Welsh Pony Hengst, den ich euch letzte Woche vorgestellt hatte, ganz, ganz kurz. Es war ja doch eine sehr, sehr chaotische Folge. Und ich wollte eigentlich keine Isländer mehr züchten, aber ich konnte nicht anders. Aufgrund von Gründen. Wow, das war jetzt eine richtig krasse Begründung. Ja, mein Stall ist momentan wieder ziemlich voll. Ich habe gerade 202 von 200 Boxen belegt und habe noch 11 Fohlen. Es ist wieder ein kleines bisschen chaotisch. Ich möchte jetzt mit euch heute mal schauen. Ich habe 4 Isländer bekommen als Nachwuchs, wie gesagt. Ich möchte eigentlich keine mehr züchten. Das war mir, ja, es gab da einfach eine Freundin von mir, Bachelor Lady, hat einfach sehr, sehr schöne Isländer-Hengste und mit denen wollte ich die ganze Zeit schon immer züchten und deswegen habe ich jetzt halt damit gezüchtet. Und die Isländer, die werde ich jetzt mal, ihr seht es auch, ein paar sind noch tragend und ein paar möchte ich jetzt mal, bei den Fohlen vorbeigucken. Interessanterweise 4 Fohlen und alles Hengste. Ja, wir haben zum einen diesen Hengst hier von Blobrathyr, ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Sehr, sehr schicker kleiner Hengst. Ich werde auch gleich noch natürlich die Tests machen hier, die genetischen Tests. Select All. Ich mache das ja eigentlich, auch wenn es Quatsch ist. Die hier unten, die nicht zur Rasse passen, die klicke ich immer raus. Ansonsten mache ich das ganz gerne immer alles. Er hat Silver und Splashed White 1. Ein Gesamt-GP von 596 und könnte ein Champion in Reigning werden, wie eigentlich die meisten Isländer. Und der kleine Mann hat insgesamt 7 Very Good und 7 Good entsprechend. Auch Isländer haben ja 14. So, ich habe erstmal noch keinen Namen mir überlegt. Ich werde das dann, denke ich, im Off machen. Dann haben wir hier, er ist leider ja nicht ganz so gut. Dieser kleine Mann kommt von Little Gilfie und meiner Stute, die sehr hübsch ist, aber auch noch keinen Namen hat nach wie vor. Ach ja, ich finde ihn wunderschön. Er ist ganz, ganz toll. Er wird mit Sicherheit wunderschön aussehen, wenn der erwachsen ist. GP von 597 komplett. Er hat Cream, Silver, Splash White 1, Tobiano und Rowan. Der ist also eine komplette bunte Wundertüte. Ich bin super gespannt, wie er aussieht. Er hat leider ein Average im Galopp und nur 4 Very Good. Ich möchte trotzdem wissen, wie er sich macht in den Confirmations, auch wenn ich keine große Hoffnung habe. Und ich würde auch ganz gerne wissen, wie er aussieht, wenn er erwachsen ist, weil der sieht schon wirklich super süß aus. Und dann habe ich diesen kleinen Mann hier, auch von Little Gilfie und meine, ich hab vergessen, wie man diesen Buchstaben ausspricht. Das ist blöd, dass ich das vergessen habe. Finde ich auch sehr, sehr süß. Gesamt-GP von 582 hat der kleine Mann. Der hat dann Silver, Splash White 1, Tobiano, Roan, also auch eine sehr, sehr interessante Mischung. Und der Kleine, der hat auch wieder 7 Very Good und 7 Good. Bin ich also auch nochmal gespannt, wie er sich macht. Ich glaube, der wird auch richtig hübsch aussehen, wenn der erwachsen ist. Und er sieht nahezu identisch aus wie das erste Fohlen, was wir haben. Und er ist auch von demselben Papa wieder. Wie das erste Fohlen, was wir da hatten. So, der hat ein Gesamt-GP von 575. So, und der hat auch Silver Splash White 1. Der hat also exakt die gleichen Gene und hat insgesamt 5-mal Very Good und 7-mal Good. Ich werde den jetzt allen einen Halfter draufziehen. Ich weiß gerade gar nicht, ich glaube, das sind momentan die einzigen Fohlen, die ich habe. Nee, es sind noch mehr Fohlen, die ich habe. Oha, da muss ich mal gucken, wo es noch Nachwuchs gegeben hat. Gucken wir gleich mal in den Notifications. Ich bin gestern nicht wirklich dazu gekommen, und vorgestern reinzugucken. Also, was heißt gestern, vorgestern? Also für euch ist es schon ein bisschen länger her. Montag und Dienstag bin ich nicht großartig dazu gekommen, reinzugucken. Von daher, lasst uns mal kurz in die Notifications schauen.
Das ist alles noch today. Cinderella hat noch ein Fohlen auf die Welt gebracht. Ein Knappstroper Stütchen, leider mit einem Average. Ein Average und zwei Good von Smörebröt, auch von Bachelor Lady. Und Cinderella, das ist jetzt natürlich schade mit dem einen Average drin. Was hat sie denn für ein GP? GP von 701. Das klingt auf jeden Fall nicht schlecht soweit. Hier bei den Knappstruppern kann ich tatsächlich alles rausmachen, außer diese beiden. Ansonsten kann da einfach nichts bei rumkommen. Die oberen und die beiden Rest ist eigentlich tatsächlich Blödsinn. So. Da muss ich mir dann noch einen schönen Namen für sie ausdenken. Weiß ich gerade noch nicht, was ich mache. Ja. Ach, die habe ich jetzt gerade noch gar nicht drin. Na ja, gut, macht nichts. Wir gucken jetzt erstmal in die Isländer-Show rein, denn wie ihr gerade gesehen habt, ist die ganz kurz davor zu enden. Schreiben wir mal schnell unsere Fohlen hier rein. Und hier, Lani. Lani hatte ich auch von Bachelor Lady gekauft. Den würde ich auch ganz gerne noch reinschreiben. Den kleinen Mann. Vielleicht schaffe ich es auch noch, mich um... Ja, Fenrir würde ich auch ganz gerne noch reinschicken. So. Wir haben noch 1,5 Minuten. Fenrir kommt noch rein und hier sind noch andere Fohlen. Der kleine Kerl hier, der hat auch schon ein Star-Predicate bekommen. Den finde ich auch total süß. Nora Fraleikur möchte ich noch reinschreiben. Möchte ich noch eintragen. Das sieht jetzt alles hier, das ist auch ein bisschen umständlich. Mache ich jetzt gerade so umständlich, weil das... Es ist einfach blöd mit den mehreren Tabs, wenn man das Ganze im Vollbildmodus macht. Das finde ich ein bisschen nervig. Aber es ist halt im Vollbildmodus einfach hübscher aufzunehmen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wie sieht es denn hier aus? In den Results. Hugo! Oh mein Gott, Hugo! Du oller Vermehrer, du! 88,71. Krass. Oh, wow. Mit einem blauen Auge. Das Stütchen. Mega. Und dann auch noch ein 609er GP. Also, wow. Wow, wow, wow. Richtig krass. Richtig krass. Ja, Jugo, 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 Jugo. Ha, da bin ich einmal drin mit Fenrir. Dann haben wir da eins von meinen drin. Noch eins von meinen... Noch eins von meinen. Sie haben es aber alle geschafft, ne? Ne, Nora und Bara haben es nicht geschafft. Au! Ansonsten hat es sogar der Isländer mit einem Average geschafft, reinzukommen. Krasse Sache. Wie viele sind angemeldet gerade bei der isländischen Confi-Show? 419! Alter Schwede! Das überschreitet alles andere um Längen. Um Längen. Das ist richtig krass. Ja, aber freut mich, dass meine neuen Folies es alle geschafft haben. Dass sie alle in ihrer ersten Show direkt ein First Premium geschafft haben. Das ist natürlich eine feine Sache, ne? Das ist eine feine Sache. Ansonsten hatte ich noch irgendwas, was ich euch zeigen wollte. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich weiß es gerade gar nicht. Oh, Tore! Tore ist erwachsen geworden, sehe ich gerade. Ist der eigentlich schon austrainiert gewesen? Noch nicht ganz, ne? Ja, ich habe es nämlich in den letzten Tagen nicht mehr so ganz regelmäßig wieder geschafft, mich um das Training von all meinen Pferden zu kümmern. Aber ist jetzt auch nicht so tragisch. Jetzt die nächsten Tage wird es dann wieder ein bisschen besser. Wobei, ja, sagen wir ab Mitte September habe ich es ein bisschen ruhiger. Nerd wie Well würde ich auch ganz gerne hier mal wieder so mal ein bisschen im Springen weiter trainieren. Nöch. Wer war denn auf Fahren trainiert? Ich glaube hier bei den Knappstruppern sind tatsächlich meine Pferde, die nicht, die sind fast alle auf Springen, glaube ich. Set Discipline bei Astina muss ich noch schauen.
Das mache ich jetzt aber nicht hier. Sweet Girl ist auch auf Springen, genau. Ja, muss ich mal gucken. Wen ich auf Fahren trainiere, das ist ja Gracias. Gracias, der wird auf Fahren trainiert. Ist auch jetzt schon relativ weit im ersten Trainingslevel. Ich bin sehr gespannt, mit ihm das erste Mal ein Turnier zu machen. Könnte ich eigentlich mal im Equistore Driving Basic und Essential Majestic Driving Wagon. Ah, es gibt Basic, Essential und Majestic. Jeweils zwei Teile, nämlich Driving Harness, das Geschirr und Wagon. Werde ich einfach mal 5 Stück von kaufen, jeweils von den Sachen hier. Dann habe ich das auch schon mal im Inventar drin. Oder den Mustang sonst was. Ich habe so viele Hengste. Charming Boy ist erwachsen geworden. Den müsste ich dann jetzt demnächst mal in die Zucht reinstellen. Muss ich auch noch weiter austrainieren. Ihr wisst, das ist hier mein kleiner Wunderhengst, der zweimal Day Champion geschafft hat. Hat mich mega happy gemacht. Und ich hatte jetzt noch so ein wunderschönes Pferd gekauft. Veo hatte ich gekauft. Finde ich auch wunderschön. Die hat leider einmal Second jetzt bei mir geschafft. Aber knapp dran vorbei. Was mich gewundert hat, sie war nämlich 12 Punkte besser als bei ihrer Vorbesitzerin. Ich glaube, dass sie da keinen Halfter getragen hat einfach. Oh, hier Set Discipline. Muss ich mir auch noch überlegen, in was ich sie da reinschicke. Die könnten wir aber auch nochmal in eine Konfi schicken. Aber die Mustang-Konfi ist gerade abgelaufen. Leider. Also ich weiß, dass ihr mir noch Private Trades reingestellt habt, aber ich kann euch tatsächlich kein Pferd mehr abnehmen. Es geht nicht, weil ich einfach keinen Platz mehr habe. Es geht nicht. Ich würde gerne, aber es funktioniert einfach nicht. Ja. Gut, ihr Lieben. Dann würde ich aber sagen, kommen wir jetzt noch zu der Auslosung von Starshine. Wenn ich auch nochmal eben ein bisschen trainieren kann. Ja, denn er wird mich ja verlassen. Er war das letzte Pferd, was ich jetzt verlose. Und da gucke ich jetzt mal, wer der glückliche Gewinner oder die glückliche Gewinnerin ist. So, dafür bin ich jetzt hier in meinem Firefox drin. Da bin ich mit gar keinem Account angemeldet. Steuerung F gebe ich ein und Hashtag Starshine. So, und wir haben 18 Teilnehmer. Das heißt, ich drücke jetzt auf Enter, mache die Augen zu. Und dann stoppe ich gleich einfach irgendwann mittendrin und wir gucken, wer gewonnen hat. Und den Sieger oder die Siegerin ziehen wir in 3, 2, 1 und jetzt. So, da haben wir die grüne Markierung bei Honey Dream 2000. Honey Dream 2000. So, gebe ich einmal hier unten in die Suche ein. Hat auch nur einmal dran teilgenommen. Wunderbar. Das heißt, der Sieg ist rechtmäßig. Also Honey Dream 2000. Wäre super, wenn du mir dann mit dem Account auch nochmal genauso in die Kommentare schreibst unter die heutige Folge, wie dein Name in Horse Reality ist. Dann stelle ich dir den kleinen Mann in den Private Trade rein für einen Horse Reality Credit. Und ja, das war's dann für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und macht's gut. Bis dahin. Tschüss.